Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, nichts ist mehr, wie es war. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, deren Leben durch ein bestimmtes Ereignis eine dramatische oder grundsätzliche Wende genommen hat. Und ein solches Ereignis kann sein, ein Verbrechen, ein Unfall, ein sexuelles Erlebnis, eine Krankheit, ein Todesfall, vielleicht auch ein Lottogewinn oder ein tiefes religiöses Erlebnis. Habt ihr in eurem Leben so etwas erlebt, etwas sehr Dramatisches, Tiefgreifendes, dass ihr sagt, seitdem ist nichts mehr so, wie es vorher war? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder 0800 220 50 50. Und ich bin gespannt auf die erste Anruferin. Und die erste Anruferin heißt Sandra. Und Sandra ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Sandra. Hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Du hast zu unserem Thema heute angerufen. Was ist bei dir passiert? Also der Tag, der eigentlich mein Leben verändert hat, war der Tag, an dem ich meine erste richtige Panikattacke hatte. Mhm. Und die sich so stark und massiv gehäuft haben im Laufe der Zeit, dass ich mittlerweile das Haus alleine nicht mehr wirklich verlassen kann. Wie alt warst du, als du die erste Panikattacke hattest? Ja, das war ungefähr vorletzten August, also knapp vor 2 Jahren. Ah, also 28. Also noch gar nicht so lange her. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Ja, natürlich. Ich meine, es hat natürlich klar. Aber ich dachte, dass du jetzt schon 10 Jahre daran leidest. Oder es ist eine lange Zeit, natürlich. Nee, auf jeden Fall. Das wäre auch kaum. Man kann sein Leben ja gar nicht mehr richtig führen. Das wäre, glaube ich, gar nicht machbar über so lange Zeit. Wie war diese erste Panikattacke? Beschreib sie uns mal. Also, in dem Moment, als es damals passiert ist, habe ich das gar nicht als Panikattacke erst wahrgenommen. Das war an der Bushaltestelle gewesen im Sommer. Ich hatte den Abend davor was getrunken, war jetzt gar nicht mal großartig verkatert oder ähnliches. Es war ein sehr, sehr heißer Tag. Ich bin einkaufen gegangen und saß dann an der Bushaltestelle und auf einmal fing halt mein Herz tierisch an zu rasen. Ich habe schwitzige Hände bekommen. Mir wurde schwarz vor Augen und auch meine ganze Wahrnehmung hat sich einfach verändert. Ich wurde dann auch ganz hibbelig, war kurz davor, meine Sitznachbarin an der Haltestelle zu fragen, ob sie vielleicht einen Krankenwagen rufen kann. Mhm. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil mein Hausarzt gar nicht so weit weg war und habe halt die Tüten gepackt und habe angefangen loszurennen tatsächlich. Mhm. Bis ich dann beim Arzt angekommen war, ging es dann auch wieder und ich dachte, ja gut, vielleicht war das jetzt das Wetter, dass der Kreislauf einfach mich mitgespielt hat und bin dann nach Hause gegangen und dann hat sich das aber halt. Ach, du hast gar nicht mit ihm geredet, mit dem Arzt? Nee, in dem Moment habe ich mir gedacht, so gut, hat der Kreislauf einfach total versagt und gehst du jetzt nach Hause, legst dich ein bisschen hin und dann wird das wieder. Mhm. Diese Panikattacken haben sich aber halt über die Zeit hinweg gehäuft und kam dann halt auch im Bus vor, in der Bahn vor, wenn ich draußen war. Auch wenn du alleine zu Hause warst? Auch wenn ich alleine zu Hause war. Das war mit die schlimmste Zeit. Wie ist die Situation heute? Jetzt ist die Situation so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, keine richtigen Panikattacken mehr kriege. Wenn ich alleine rausgehe, schon. Also es ist für mich jetzt auch ein Erfolgserlebnis, dass ich mittlerweile zumindest zur Mülltonne draußen gehen kann, um es mal wegzubringen. Das heißt, wie lange bist du jetzt nicht mehr in einem weiteren Radius von deiner Wohnung entfernt gewesen, unterwegs gewesen? Alleine jetzt? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also, das ist schon lange her. Schon lange. Du bist ganz lange jetzt nicht mehr quasi aus dem Haus allein gegangen, kann man sagen. Richtig. Ganz vor einem lange. Jahr gab es mal kurz eine Phase, da ging es ein bisschen besser.
Das war halt von der Uni aus auch, da musste ich auch ein Praktikum absolvieren und habe mich da wirklich gezwungen und in den Arsch getreten, aber sobald das Praktikum vorbei war, das ging auch nicht so lange, habe ich wieder angefangen zu sagen, ja, das ist, dann kann ich es relativ genau beziffern sogar. Ja, das ist jetzt so ein Dreivierteljahr. Mhm. Wenn jemand mit dir geht, ist es dann erträglicher für dich? Mittlerweile ist das für mich erträglicher, ja. Das geht dann auch. Aber dann könntest du es ja trainieren, indem jemand immer vielleicht jeden Tag mit dir einen kleinen Spaziergang macht. Nein, das ist es ja eben nicht, weil es ist ja so massiv, nur wenn ich alleine bin. Das ist ja das Schlimme. Ist schon klar, aber wenn jemand dabei ist, hast du es nicht. Also könnte man... Zumindest nicht stark. Ich habe da mal so leichte Anflüge. Aber so könnte man es ja vielleicht trainieren, indem du mit jemandem rausgehst und du einfach wieder daran gewöhnt bist, wie es ist, draußen zu sein. Das ist ja jetzt für dich ja schon fast was Fremdartiges. Ja, also am Wochenende, sage ich mal, mache ich das auch. Mhm. Und da gehen wir auch raus, nur wer ist wir? Mein Lebensgefährte. Ah ja, wohnst du mit ihm zusammen? Ja, wobei wir uns nur am Wochenende sehen. Ah ja, So, dann hat sich dein Leben wirklich radikal geändert. Du bist Studentin, ja, hörte ich gerade heraus. Das heißt, du kannst nicht mehr studieren zurzeit. Ich mache es, wir haben ja keine Anwesenheitspflicht in der Uni. Und ich bin Gott sei Dank eher ein autodidaktischer Typ und konnte das bislang sicherlich nicht im vollen Stundenplanmaße, aber konnte es zumindest so regeln, dass ich zur Einführungsgestaltung gegangen bin, dass ich dann geguckt habe, dass mein Lebensgefährte sich frei nimmt, um mich dahin fahren zu können, dass ich mich zumindest einschreiben kann. Und dann vieles läuft ja mittlerweile auch übers Internet. Mhm. Und was studierst du denn? Würde ich jetzt ungern sagen. Okay. Wenn man jetzt 2 Jahre so massiv unter Panikattacken leidet und das Leben sich radikal verändert hat, das kann man ja verstehen. Du hast vorher vermutlich ganz normal gelebt, wie jede andere junge Frau in deinem Alter auch. Genau. Hast du eine Ahnung, woher diese Panikattacken kommen? Nee, gar nicht. Also da habe ich auch wirklich ewig drüber nachgedacht. Es gab keinen speziellen Auslöser. Vielleicht war es an dem Tag wirklich so, dass mein Kreislauf da ein bisschen schlapp gemacht hat und dass das irgendwas in Gang gesetzt hat. Ich weiß es nicht. Hast du dich denn bis zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben wohlgefühlt? Absolut. Ja. Wie gesagt, ich war den Tag davor ja noch feiern. Mhm. Naja, nun gut, ein Ereignis reicht vielleicht nicht aus. Das müsste man schon gesamtmäßig betrachten und überschauen. Doch, aber das schon. Mhm. Also wie gesagt, ich hatte ja auch angefangen zu studieren und das war für mich wirklich großartig. Richtig toll sogar. Warst du bei einem Therapeuten oder einem Psychiater? Ich bin jetzt gerade, habe ich angefangen. Also warum ich hatte so erst spät? Eine. Warum so spät? Ja, ich sag mal, als ich das letztes Jahr im August, wo dann ein Jahr vergangen war, hatte ich es da wieder einigermaßen im Kopf und dachte, okay, jetzt schaffe ich's. Jetzt hast du den Bogen gerade noch bekommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, als das Praktikum aufhörte und ich wirklich keinen Zwang mehr hatte, rauszugehen, habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich gemerkt, ich komme einfach alleine nicht mehr raus, es geht nicht mehr. Und ich hatte echt Glück, dass ich jetzt so schnell reingerutscht bin. Das heißt, das läuft, die Behandlung läuft jetzt schon? Ich hatte erst eine einzige Einführungsstunde. Ah ja, bei einem Psychologen oder bei einem Psychiater? Nee, beim Psychotherapeuten. Beim Psychotherapeuten. Genau, das wird auch eine Konfrontationstherapie werden. Das heißt? Ja, das heißt dann schon, dass jemand quasi mit mir rausgeht, aber halt auf große Distanz und ich dann halt in diese Situation rein muss. Da hast du Angst vor. Ja, sicher. Aber du hast dir diese Therapieformen ausgesucht. Ganz genau. Ich finde die ja gut. Ja, ich finde auch. Die gut. Ich habe schon so viel. Das ist sogar toll. Ja, schön ist sie zunächst nicht, aber ich habe schon im Laufe der Jahre so viele gute Dinge davon gehört. Die Leute sterben mehrere Tode bisweilen, aber hinterher ist dann die Schale aufgebrochen und es geht ihnen wieder richtig gut. Das kann man nicht auf jeden Menschen übertragen, das ist völlig klar. Aber wenn du dich jetzt erstmal dafür entschieden hast, finde ich das gut. Denn es muss ja was passieren, du kannst ja nicht so weiterleben. Richtig, du hast ja eine enorme Einschränkung deiner Lebensqualität. Massiv, richtig. Welche Belastungen oder Veränderungen hatte diese Erkrankung, es ist ja eine Erkrankung, auf deine Beziehung? Gar nicht mal so eine große, würde ich jetzt behaupten. Also, weil das für deinen Freund ist das ja auch schon auch anstrengend, sich dann auf deine Krankheit einzulassen und sich damit zu arrangieren. Das stimmt. Also, da gebe ich dir schon recht. Also da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass er das alles relativ natürlich gelassen sieht.
und weiß, dass ich da schon irgendwie wieder auf den rechten Weg komme und das alles wird und mir da auch zuhört. Es war ja halt in der Phase, wo ich zu Hause auch die Panikattacken hatte, war das natürlich auch so, dass ich da manchmal, wenn ich hatte auch nachts Panikattacken, wenn ich geschlafen habe. Mhm. Ich bin dann also auch davon aufgewacht und dass ich ihn dann voller Panik halt angerufen habe, mhm, mitten in der Nacht. Mhm. Dass er mir da nicht den Hals umgedreht hat, also, natürlich bin ich sehr dankbar für. Es ist belastend für eine Beziehung, sei froh, dass es alles noch so gut läuft. Das hätte auch sein können, dass die Beziehung zu Bruch gegangen wäre dadurch. Das ist sie nicht, das ist schon mal ganz gut. Und du hast Dinge eingeleitet und du wirst jetzt versuchen, da rauszukommen. Richtig. Das finde ich sehr gut. Und ich wünsche dir ein großes Stück Arbeit. Ja, klar. Wie hast du das überhaupt gemacht? Du musstest dann ja zu diesem Psychotherapeuten hingelangen. Wie hast du das gemacht? Da habe ich eine Kommilitonin eingeweiht, mhm, und sie gefragt, ob sie mich da eventuell hinfahren könnte. Und wie hast du das verkraftet? Wie hingefahren? Mit dem Auto oder mit dem Bus? Genau. Nee, sie hat mich mit dem Auto hingefahren. Ja. Und wie hast du das verkraftet? Das war gut, ich war ja nicht alleine, wobei wir dann halt, weiß ich nicht, vielleicht so 15 Meter davon entfernt geparkt haben. Mhm. Und da musste ich ja diese 15 Meter alleine dahin laufen. Es war wirklich nicht weit. Ich bin 1000 Tote gestorben. Aber sie hätte doch mit dir gehen können, die Kommilitonin. Ja, das wollte ich nicht, das war mir dann auch zu peinlich. Dann zu sagen, er kann noch die 10 Meter da mit mir gehen. Also. Naja, wenn schon, wenn schon. Na, aber siehst du mal, du hast es geschafft. Ich finde ja toll an deiner Geschichte, dass du jetzt Sachen unternimmst. Vielleicht ein bisschen zu spät, aber schwamm drüber, nun ist es, wie es ist. Deutlich zu spät. Ja, aber du machst es jetzt, du machst auch solche Dinge wie mit dem Auto hinbringen und dass du alleine dahin gehst und machst jetzt Konfrontationstherapie. Sandra, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass diese Therapie wirkt und dass du wieder gesund wirst und wieder ein normales Leben führen kannst. Da gehe ich schwer von aus. Wenn man das so will und guter fest entschlossen ist, ist das schon die halbe Miete, glaube ich, kann man sagen. Das denke ich auch. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Sandra. Ciao, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Nichts ist mehr, wie es war. Und ich frage euch, gab es in eurem Leben ein Ereignis, das so erschütternd war, das so dramatisch war, dass ihr sagt, seitdem ist alles anders. Dieser Tag hat wirklich mein Leben radikal verändert. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Johannes. Johannes ist 24. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Jürgen. Johannes, was hat dein Leben so verändert, dass du sagst, es ist nichts mehr, wie es war? Meine eigene Dummheit und mein eigenes Fehlverhalten. Was hast du falsch gemacht? Ich hatte bis vor ein paar Tagen eine wunderbare Beziehung. Mhm. Und vor dieser Beziehung hatte ich mal etwas mit einer Frau, die sehr fanat in mich war, mhm, und immer noch ist. Und dann hat sie Ende letzten Jahres irgendwie wieder meine Nummer rausgekriegt und hat mir mal geschrieben. Und ich habe den dummen Fehler gemacht, dass ich darauf eingestiegen bin. Und ja, dann von Hölzchen auf Stöckchen kam man dann irgendwie so auf die sexuelle Schiene und hat sich da drüber unterhalten. Ja, und dann wollte ich das eigentlich recht schnell beenden. Also so nach Moment, ihr kamt auf die sexuelle Schiene und habt euch darüber unterhalten. Wie? Habt ihr euch getroffen? Habt ihr telefoniert? Nein, habt ihr gechattet? Nein, nur geschrieben. Nur geschrieben. Mhm. Und du hast die nie getroffen? Die Frau? Nein. Ja, also früher schon. Ja, früher schon, ist mir schon klar, ja. Nein, jetzt überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, und dann wollte ich das, weil ich das halt als Riesenfehler angesehen habe, auch nach 2-3 Wochen direkt wieder beenden. Das Problem ist nur, dass diese Frau so fanat in mich ist oder war, dass sie mir immer gedroht hat, dass wenn ich das mache, dass den Kontakt abbreche, dass sie das dann direkt meiner Freundin sagt, diesen Fehler, den ich begangen habe. Ach, das heißt eine klare Erpressung. Richtig. Und da ich, was das angeht, ein schwacher Mensch bin, weil ich meine Freundin nie verlieren wollte. Hast du gedacht, ich schreibe mit der mal fleißig weiter schweinische Sachen? Richtig. Ja, so war es. Wirklich? Genau so war es. Und das ist aber eine schwache Leistung, Johannes. Das ist keine schwache Leistung, das ist unterirdisch. Ich wollte es nicht so dramatisch sagen, aber allerdings. Ist noch nicht dramatisch genug. Ja, jedenfalls habe ich dann irgendwie vor 5 Wochen mal den Mut gefasst und habe
alles beendet und überall gelöscht und blockiert und so weiter und so fort. Nochmal zur Klärung, wie lange hast du dann de facto mit ihr Sex? Immer mal wieder. Über welchen Zeitraum? Wie viele Monate? Von Ende des Jahres bis, ich sag mal, April, Anfang Mai. Also von Ende, also 4-5 Monate jetzt oder was? Ja, aber okay. Halt immer nur, wenn ich angeschrieben wurde, ja, man könnte fast sagen, wie so ein Callboy. Ich war halt immer da, weil ich Angst hatte, dass irgendwas kaputt geht. Und richtig schweinische Sachen geschrieben? Teilweise schon, mit allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Genau. So. Und ja, das Problem war halt, dass ich es eigentlich überhaupt nicht wollte. Ich habe mich auch schlecht dabei gefühlt. Ja, okay, so weit waren wir schon. Genau, dann habe ich halt irgendwann mal allen Mut zusammengenommen und habe das Ganze beendet, sprich mit Nummer löschen und blockieren überall, wo es halt so geht, bei WhatsApp und so weiter und so fort, SMS-Anrufe. Mhm. Ja, und dann hatte diese Dame nichts Besseres zu tun, als Chatverläufe meiner Freundin zu schicken. Also genau das, was sie angedroht hat, bevor ich so Angst hatte, hat sie in die Tat umgesetzt. Dann gemacht. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre. So, da hat die ganzen seitenweisen Sex-Talks hat die jetzt gelesen. Wie dramatisch. Ja, und jetzt hat sie natürlich auch so hingestellt, dass es jetzt so aussieht, als hätte ich mich doch mit ihr getroffen. Mhm. Was ich aber definitiv nicht habe, weil da steht irgendwie drin, dass sie sagt, sie will nicht die Sachen von meiner Freundin sehen, wenn sie in unsere gemeinsame neue Wohnung kommt, die wir hätten beziehen sollen. Das habe ich natürlich nur geschrieben, ich habe halt immer mitgespielt. Ne? Also wir haben uns definitiv nie getroffen, das hätte ich auch nie gemacht. Ich habe ja das andere schon unfreiwillig gemacht. Was hat denn deine Freundin zu dir als erstes gesagt, nachdem sie das gelesen hatte? Ich wünschte den Tod. Und was ich durchaus nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Und gab es dann noch längere Auseinandersetzungen? Nein. Sie hat dann gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, sie hat mich auch überall gesperrt und blockiert. Also ich habe dann... Und somit sagst du, es ist jetzt nichts mehr, wie es war? Nee, weil mein ganzes Leben den Bach runtergeht. Weil ich hatte eigentlich vor, mein Leben mit dieser Frau zu verbringen. Weil das war eigentlich, so wie man so sagt, so die eine. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich so... Mein Mitleid hält sich in Grenzen, Johannes. Verständlicherweise. Ich möchte auch gar kein Mitleid. Ja, weil das hast du dir nur wirklich volle Kanne selbst eingebrockt. Und wenn du so ein Schluffi bist und lässt dich von der Frau erpressen und machst dann sogar das noch weiter, da hätten doch alle Alarmglocken bei dir schrillen müssen. Irgendwann schlägt das auf mich wieder zurück. Aber abgesehen davon, wenn das so eine tolle Freundin war, die du hattest, warum schreibst du Sex-Talks mit irgendeiner Ex? Warum? Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. War der Sex nicht okay mit deiner Freundin? Doch, wunderbar. Wunderbar. Also, besser als alles andere. Tja. Wie hast du versucht, dich zu entschuldigen? Ich habe 2 Briefe geschrieben, die sie aber nicht haben möchte. Das weiß ich über einen gemeinsamen Freund, die sie einfach nicht, was ich auch verstehen kann, einfach nicht sehen möchte, weil ihr geht es natürlich auch mehr als schlecht. Mhm. Weil es ist ja der größte Vertrauensbruch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Absolut, absolut. Und es war geplant, dass ihr zusammen in eine Wohnung jetzt zieht? Richtig, genau. Wie weit war die Planung schon? Naja, ich wollte eigentlich nächste Woche mit dem Renovieren anfangen. Ach, die ist schon angemietet, diese Wohnung? Ja. Wer hat die angemietet? Wir gemeinsam. Und wer löst das jetzt wieder auf? Ich werde sie behalten. Ach, du wirst sie behalten. Okay, verstehe. Ja, Johannes, jetzt musst du erstmal durch ein Tal der Tränen gehen und kannst deine Wunden lecken. Und wie immer aus schlimmen Dingen muss man lernen. Ja, was Positives gibt es da nicht, was man daraus machen könnte. Nee, man kann nur lernen, sich besser im Griff zu haben und sich zu korrigieren, dass einem sowas nie wieder im Leben passiert. Das ist ja eine ganz klare Lehre. Du hast ja einen Menschen betrogen, den du liebst. Was klickerst du da immer zu? Was klickert da so? Bei mir klickert nichts. Nee, ich höre immer so einen Klicker. Schön, ich habe auch nichts gehört. Ah ja, okay. Du hast einen Menschen betrogen, den du liebst. Das ist unverzeihlich. Ja. Wie geht's weiter? Keine Ahnung.
für mich gibt es eigentlich jetzt, weiß ich nicht, wie das überhaupt jemals weitergehen soll. Das wird eine ganze Weile, das wird eine lange Zeit dauern, bis du da rauskommst, das ist klar. Und da gibt es auch kein Rezept, das musst du jetzt aushalten. Das musst du aushalten und Augen zu und durch. Ich fürchte, ja. Es gibt da keinen klugen Rat und Tipp. Du hast dich wahrscheinlich entschuldigt bei deiner Freundin, aber das nutzt sowieso nichts und mehr kannst du nicht machen. Und jetzt musst du sehen, wie du einen neuen Weg in deinem Leben gehst. So ja, ich hab zwei Leben und eine Beziehung zerstört. Das ist schon absolut nicht schlecht. Zwei Leben und eine Beziehung. Da meinst du dein Leben und ihr Leben. Richtig. Ja, vielleicht ist es für sie gar nicht so schlimm, weil sie voller Zorn ist. Und das wenn man weiß ich nicht. Ja, die wird schon voller Zorn sein. Sie wird ja auch traurig sein. Sie wird auch traurig sein, aber sie hat auch absoluten Hals auf dich. Und wenn man zornig ist, kann man doch eher aus einer Nummer rauskommen. Johannes, auf dass es nicht so lange dauert bei dir. Ja, vielen Dank. Oder vielleicht auch, um es zu büßen, was du da angerichtet hast. Mann, oh Mann, oh Mann. Nie wieder darf das passieren. So viel kann man gar nicht büßen. Naja. Ich wünsche dir alles Gute, Johannes. Ich wünsche dir auch alles Gute und toi, toi, toi weiter für deine Sendung. Dankeschön, Johannes. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Nichts ist mehr, wie es war, heißt unser Thema. Und wenn das bei euch zutrifft, dass irgendwas passiert ist in eurem Leben, eine Erschütterung, eine heftige Erschütterung, und ihr mögt mir darüber erzählen, dann meldet euch. Hier ist Gabi und Gabi ist 50. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabi. Hallo. Was ist bei dir passiert, dass du das sagst? Ich hatte einen bewaffneten Raubüberfall im Jahr 2010. Einen bewaffneten Raubüberfall? Im Januar 2010, ja. Was ist da genau passiert? Ich war gerade in den Abendstunden in meiner Tätigkeit, also Putzarbeiten angelangt. Also das mache ich dann jeden Abend, ne? So. Also habe ich jeden Abend so gemacht. Putzarbeiten und in deiner Wohnung oder in der Firma? Nee, in dem Kiosk, wo ich arbeite. Okay, das wusste ich ja nicht, ja. Mhm. Ja, und war gerade angefangen, den Kühlschrank zu putzen. Und das mache ich da dann so in der Regel von oben nach unten, die Glasscheiben abputzen. Und dann ging die Tür auf und dann kam jemand von hinten und dann hatte ich schon das Messer an der Kehle. Ah, und wurde mit dem Messer an der Kehle hochgezogen vom Kühlschrank. Das heißt, du konntest die Person gar nicht sehen, du hast nur das Messer gespürt? Ja. Was hat die Person gesagt? Jetzt komm her hier, geh zur Kasse, mach die Kasse auf. Und du hast das Messer gespürt an der Kehle? Ja, natürlich. Also richtig mit großem Druck. Und musste dann zur Kasse gehen und sollte die aufmachen und das Geld rausgeben. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Mhm. Und dann kam dann ein Spruch von der Person, die in der Tür stand, die sagte dann zu der, die hinter mir... Ach, es waren zwei Täter? Es waren zwei Frauen. Zwei Frauen sogar? Oh, gut, also ja. eine stand in der Tür, ja, okay. Und? Ja, und gab die Anweisung und passte natürlich auf, ob jemand kommt. Mhm. Weil wir waren auch ein sehr gut besuchter Kiosk eigentlich, also es konnte sich auch hinterher keiner erklären, wie die sich die Zeit so raussuchen konnten, dass das überhaupt passieren konnte. Ist das dein Kiosk gewesen, dein eigener? Nein, ich habe da aber als Festangestellte gearbeitet. Okay, erzähl weiter. Und wie gesagt, und dann kam der Spruch von der, die in der Tür stand, pass auf, die drückt einen Knopf, mach was. Und in dem Moment habe ich natürlich dann mit meinem Leben abgeschlossen. Also da habe ich gedacht, jetzt ist alles zu spät. Konntest du die Frau sehen in der Tür, die das sagte? Konntest du da hingucken? Ja, ich habe dir auch ganz kurz in die Augen geschaut. Also die waren ja maskiert. Die war ja schwarz. Also das habe ich auch hinterher gesehen, als die andere dann rausgelaufen ist, dass die beide schwarz bekleidet waren. Mhm. Und die waren auch beide maskiert, sodass man nur die Augen sehen konnte. Mhm. Und also da kam mir auch ein ziemlich stechender Blick entgegen, sodass ich dem auch ausgewichen bin, weil ich ehrlich gesagt Angst hatte, dass die mich wiederum, also dass die vielleicht wiederum denken könnte, ich würde die erkennen. Mhm. Und ich kenne das jetzt auch schon mal so aus Krimis und auch von Aktenzeichen, dass man dann am besten dem Blick dann ausweicht, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern. Das hat auch die Polizei hinterher gesagt. Ja. So, jetzt hat die gesagt, tu was, die drückt gleich einen Knopf. Du hast mit deinem Leben schon abgeschlossen. Was passierte dann weiter?
Ja, dann, wie gesagt, habe ich die versucht zu beruhigen und dass ich nichts machen würde. Und ach, du hast gesprochen, die Traute ja, hattest du dann. Mhm. Ja, doch, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Wahrscheinlich war das dieser Überlebenswille oder ne, diese Angst, die ich im Während du gesprochen hast, hast du da schon die Kasse aufgemacht? Da war die Kasse schon auf und die fing an, sich das Geld in die Taschen zu schaufeln. Also mit einem Messer hat sie mich, also mit dem Messer hat sie mich mit der linken Hand an der Kehle festgehalten, also und mit der rechten Hand hat sie das Geld aus der Kasse in die Tasche geschaufelt. Wie viel Geld war in der Kasse? So 700-800 Euro. So, da hat sie das Geld in die Kasse geschaufelt, du immer noch mit dem Messer da an der Kehle. Und dann, wie ging es weiter? Ja, dann hat sie das Geld drin gehabt und dann hat sie mich weggeschubst von sich und hat gesagt, weh, du machst irgendwas, wir kommen dann nochmal wieder und dann waren sie weg. Wie lange hast du nichts gemacht? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Ich stand da erstmal, wie gesagt, ich habe ja das Gefühl gehabt, das lief ab dem Film, dass ich eigentlich mehr oder weniger neben mir war und ich bin jetzt der Zuschauer, ich das gar nicht bin in dem Moment, ne, der das passiert. Und dann kam wohl ein Kunde rein, der was kaufen wollte und dann habe ich wohl gesagt, dass ich ihn jetzt nicht bedienen könnte. Ich wäre gerade überfallen worden, dann habe ich meinen Chef angerufen und dann bin ich auch weinend zusammengebrochen und der hat das dann auch irgendwie, glaube ich, instinktiv gespürt und hat dann auch direkt die Polizei gerufen und die kamen dann da auch alle. Hattest du denn diese Stimmen von den Frauen irgendwie schon mal gehört? Kamen dir die bekannt vor? Ja, im Nachhinein habe ich das so gedacht, dass mir eine Stimme irgendwie bekannt vorkam. Das war so instinktiv, habe ich gedacht, irgendwie diese Stimme von wie die gesprochen hat, die kennst du irgendwo. Es hat sich ja auch dann hinterher herausgestellt, dass das früher mal eine Kundin von uns war. Achso, man hat die Täterin gefunden? Ja, die sind gefasst worden. Wann? Wie lange hat das dann noch gedauert? Ein paar Wochen. Wie haben die das gemacht? Welche Anhaltspunkte hatte die Polizei? Unter anderem eben irgendwie verschiedene Zeugenaussagen. Ich glaube, von einem, also ein Freund von einer Täterin, der wohl von ihr verlassen wurde und mit der hatte wohl sie auch ein Kind, mit dem hatte sie wohl auch ein Kind und irgendwie hat der wohl schon mal was gesagt und es hat ja dann noch die Situation gegeben, dass eine Frau bei mir in den Laden gekommen ist, das war auch ganz komisch, also das war ein Sommertag. Die Tür, dann hatten wir die Kiosktür ja immer aufstehen, da kam ein Auto angefahren. Das ist jetzt, was du erzählst nach dem Vorfall? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Dann stieg eine Frau aus dem Auto aus. Der Mann blieb drin sitzen und die kam dann rein mit einer Pfanddose und fragte, ob ich das Pfand umtauschen würde oder ob sie dieses Pfand hier abgeben könnte. Mhm. Und da habe ich gedacht, irgendwie diese Stimme. Und dann hatte ich das schon so im Kopf drin. Und dann kam aber auch noch jemand in den Laden rein. Das muss wohl irgendwie dann auch die Runde gemacht haben. So unter den Jugendlichen spricht sich das dann ja auch irgendwie mal rum, wenn dann mal irgendwie sowas ist. Und dann ist das, ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, es ist auf jeden Fall dann irgendwie rausgekommen. Hast du denn der Polizei gesagt, die Stimme kam mir bekannt vor? Oder wie ist das rausgekommen? Ich habe der Polizei gesagt, also hier war eine im Laden und diese Stimme kam mir bekannt vor. Aber dann war die ja über alle Berge, nachdem du, die war doch raus schon wieder, als du die Polizei... Naja, aber ich musste dann zu Kripo und dann haben sie mir Bilder gezeigt von irgendwie Leuten, die schon mal was gemacht haben und da war die dabei. Waren denn diese Frauen, haben die zum ersten Mal seine Straftat begangen? Weißt du das? So eine ja, aber die haben schon Drogenverkauf und... EC-Kartenklau und solche Sachen, das hatten sie wohl schon. Aber so eine große Sache eben erst, das war wohl das erste Mal. Nun heißt ja das Thema, nichts ist mehr, wie es war. Was hat sich denn für dich seit 2010, seitdem das passiert ist, verändert? Ja, ich habe ganz viel Panikattacken, kann manchmal das Haus gar nicht verlassen, Albträume. Ich bin früher sehr lebenslustig gewesen und bin eigentlich auch immer sehr unbedarft gewesen. Das heißt, spontan los, das kann ich gar nicht mehr. Also ich überlege vorher, was ich mache oder was ich nicht mache, wo ich hingehe, ob ich überhaupt gehe. Aber immerhin hast du dann doch wieder in dem Kiosk gearbeitet, wie du es gerade erzählt hast. Das ist richtig, weil
Es kam direkt nach dem Überfall, kam einer von der Polizei hierher, das ist so ein Opferschutzbeauftragter. Jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen. Mhm. Und der hat mir so ein paar Broschüren hier gelassen, wo ich mich dran wenden kann, wenn irgendwas ist. Und in dieser Broschüre stand halt auch drin, dass viele dann nach so einer Geschichte auch nicht mehr trauen, ne, zu ihrem Arbeitsplatz. Mhm. Und ich habe immer gesagt, weil ich war eigentlich auch immer eine Kämpferin. Ich habe gesagt, das passiert mir nicht. Mhm. Und bin dann, nachdem ich 3 Wochen dann krankgeschrieben war, so ganz langsam wieder angefangen. Mhm. Nur ich habe es selber noch nicht mal festgestellt. Mein Mann hat dann hinterher festgestellt, also dass es mir immer schlechter ging. Ne? Arbeitest du denn heute auch noch in dem Kiosk? Nein. Ja. Es ist dann so gewesen, dass mein Mann dann irgendwann sagte, du gehst zum Arzt, weil ich habe ja nachts gar nicht mehr geschlafen. Mhm. Und tagsüber schon Angst gehabt, wenn ich da hin musste, bin die 100 Meter Luftlinie, ich bin mit dem Auto hin und zurück gefahren. Mhm. Und wenn jemand den Laden betrat, also das war für mich die Hölle. Und mein Mann hat dann irgendwann gesagt, so jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und er hat mich dann zum Arzt geschickt und dann hat alles seinen Lauf genommen. Ne? Was heißt sein Lauf? Bist du in einer psychologischen Betreuung? Ja, jetzt bin ich nicht mehr im Büro. Ja, das auf jeden Fall auch, psychologische Betreuung seit 2 Jahren jetzt durchgängig. Und ich war auch schon 2-mal in der LWL-Klinik, jedes Mal jeweils für 3,5 Monate. Und wie würdest du deinen Zustand heute nach diesen Behandlungen beschreiben? Wie geht es dir heute? Auf jeden Fall besser. Besser, das kann ich schon mal sagen. Also schon mal genutzt, dass du da hingegangen bist. Das hat mir auf jeden Fall was genutzt. Das ist wirklich verrückt, dass solche Geschichten... Ich hatte einen langjährigen Tankwart, wo ich immer tanken gefahren bin, dem das auch passiert ist. Mhm. Und dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Der hatte immer Nachtdienst, ist sofort am nächsten Tag, in der nächsten Nacht wieder dorthin gegangen, hat gearbeitet. Und dann hat gesagt, mir war so ein bisschen mulmig, aber mir macht es nicht viel aus. Bei einem anderen Menschen, so wie bei dir, schlägt es so enorm ein, dass du jahrelang damit zu tun hast. So ist jeder Mensch anders. Und es kann natürlich auch noch dieser Hintergrund sein, ich weiß ja jetzt nicht, wie bei ihm das war, dieser Täterkontakt. Mhm. Ne? Das ist ja dann auch noch sowas, wenn man diesen Kontakt hat, wenn man direkt von dem berührt wird. Oder ich habe auch immer gesagt, wenn jemand vor mir so gestanden hätte, wäre das für mich vielleicht auch noch eine andere Situation gewesen, als wenn ich direkt von hinten, das ist ja dann auch nochmal ne? Also der hatte eine Pistole vor der Nase. Ist auch schlimm, aber immerhin, du hattest das Messer am Hals. Das ist, und du hast den Druck schon gespürt des Messers. Die hätte noch ein bisschen fest drücken müssen, dann wäre es vielleicht vorbei gewesen. Man weiß Ich hatte ja auch, an der Hand hatte ich auch Schnittverletzungen und so. Also das habe ich auch erst gar nicht bemerkt. Das habe ich erst viel später gemerkt, ne? Dass das da geblutet hat und so, weil ich dann versucht hatte, auch den Druck immer zu lösen. Aber das ist so, ne? Dieser Kontakt halt, das ist so schlimm. Mhm. Den kann ich jetzt auch nicht mehr haben, wenn jemand hinter mir steht. Da das glaube ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber immerhin, aber ich arbeite. Du arbeitest dran und es geht dir besser. Das ist schon mal eine gute Aussage. Das freut mich sehr. Ja. Aber ich glaube, jeder kann verstehen, dass nach so einem Ereignis sind die Koordinaten verschoben. Da ist das alles nicht mehr so unbefangen wie vorher. Das kann jeder nachvollziehen. Cool. Ja. Ich hoffe für dich wirklich, egal wie, dass du es bald verarbeitet haben wirst und dass dir im Leben nie wieder sowas passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es dir nochmal passiert. Ja, das denke ich auch. Das ist schon mal sehr tröstlich. Das hoffe ich und denke ich auch. Liebe Gabi, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und dir noch eine gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und schon gleich geht's weiter mit Claudia und die ist 46. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Hallo, Claudia. Hallo. Bei dir gab es auch einen Tag, der dein Leben verändert hat. Ja, alles hat sich verändert, leider. Was ist passiert und wann? Ja, und zwar ist mein Vater, der war 1,5 Jahre jetzt im Wachkoma gelegen. Ja. Und. Hallo? Ja, und ich war, also 1,5 Jahre war der im Wachkoma gelegen. Mhm. Und dann auf einmal hat sich mein ganzes Leben verändert. Hatte er einen Schlaganfall vorher? Ich war lustig, ich war gut drauf, alles war schön. Hatte er vorher einen Schlaganfall? Nein, er hat eine Gehirnhautentzündung gehabt. Ah ja. Mhm. Ja. Und dann hat sich mein Leben von heute auf morgen total verändert. Durch die Tatsache, dass der Vater im Wachkoma liegt. Ja, genau. Also er war auf einmal nicht mehr da. Er war also
so ein richtig großer, kräftiger Mann, wo in Leben stand. Und auf einmal hat sich das Leben halt total geändert und er war auf einmal nicht mehr da, der Mann, der wo er war. Weihnachten waren wir noch zusammen und haben gefeiert. Und dann auf einmal war er dann weg. Lag er in einem Pflegeheim, in einer Klinik? Ja, ist er dann hingekommen. Er war erst in Kipfenberg, bei uns hier in Nürnberg ist das. Und da ist er auf Reha sozusagen gewesen, wie man sagt. Und dann hat er einen Schlaganfall bekommen und dann war er 1,5 Jahre in Wachkoma gelegen. Ach, der Schlaganfall kam auch noch dazu? Ganz genau. Und dann hat meine Mama das natürlich nicht verkraftet, hat dann einen Schlaganfall bekommen, einen ganz schweren. Die Mama? Ja, die Mama dann noch dazu. Und ich bin alleinstehend, das heißt, also ich habe keine Verwandtschaft, kein gar nichts hier. Keine Geschwister? Und gar nichts, überhaupt nicht. Ja. Das heißt, du musstest dich plötzlich um beide Eltern kümmern? Ja, ich musste mich um beide Eltern kümmern sozusagen. Und dann habe ich in der Zeit auch noch meine Kündigung bekommen. Ach du je. Leben deine Eltern jetzt, heute noch? Mein Vati, der ist jetzt vor 5 Jahren gestorben. Und meine Mama hat Demenz. Das ist durch den Schlaganfall rausgekommen. Und ich pflege jetzt meine Mama. Habe vorher 20 Jahre im Berufsleben gelebt und jetzt bin ich halt habe ich halt gar nichts mehr sozusagen. Also man jetzt kann sagen, meine Arbeit verloren. Man kann sagen, bis der Vater in das Wachkoma gefallen ist, hattest du ein normales Leben. Sozusagen. Da waren die Eltern, waren fit und gesund. Ja. Du hattest deine Arbeit. Genau. Ich habe meine eigene Wohnung gehabt, meine Eltern auch. Ja. Was hast du beruflich gemacht? Medizinische Fachangestellte bin ich. Ah ja. Und danach hat sich das Leben kolossal verdreht. Ja, total. Du hattest du damals einen Partner? Ja, in der Zeit ja. Ist die Partnerschaft auch deshalb kaputt gegangen wegen Geschichte? Nein, aber er hat auch eine Mutter mit MS gehabt und hat auch so viele Probleme gehabt, war auch arbeitslos. Und ich habe damals ja noch gearbeitet, aber er war arbeitslos. Und dadurch ist eigentlich alles so, weil wir hatten zu viele Probleme, er zu viel und ich zu viel. Und jetzt, das hat die Partnerschaft nicht ausgehalten. Wenn du mir das so erzählst, Claudia, klingt das für mich, dass du jetzt so seit 6-7 Jahren ungefähr eigentlich kein eigenes Leben mehr hast. Ich habe auch kein eigenes Leben. Und jetzt ist es auch noch so, dass ich meine Wohnung aufgeben will, eben für meine Mama, weil das Amtsgericht hat mich gerufen, beziehungsweise angeschrieben. Dann bin ich da hingegangen und dann hieß es, also die Mama muss entweder ins Heim oder ich pflege sie. Das heißt, ich gebe jetzt auch noch meine Wohnung auf. Aber wenn du deine Wohnung aufgibst, nichts mehr habe. Aber wenn du deine Wohnung, wenn du deine Wohnung aufgibst, wie kannst du denn dann deine Mutter pflegen? Ich ziehe zu ihr. Ach so, ich dachte, die Mutter würde sie bei dir. Sie hat eine Wohnung mit 68 Quadratmeter und dann ziehe ich zu ihr. Und warum musst du die aufgeben? Weil du deine Wohnung nicht finanzieren kannst. Genau. Ah, verstehe. Und auch deswegen, weil ich ja bei ihr immer sein muss. Ja, weil verstehe. Sie trinkt und ist nicht mehr allein. Es geht halt alles nicht mehr so. Ne? Das heißt, man kann sich mit ihr so noch unterhalten, aber natürlich nach 2-3 Minuten weiß sie nicht mehr, was man gesprochen hat. Das heißt, das bisschen Private, was du noch hattest, nämlich deine Wohnung, verlierst du jetzt auch noch? Ja, ich verliere jetzt alles. Also ich habe jetzt überhaupt kein Leben mehr. Ich bin jetzt nur noch für Mama da und deswegen denke ich mir halt auch, warum bin ich eigentlich geboren worden, eigentlich nur dafür, dass ich meine Mutter jetzt pflege. Und wenn ich Claudia. Revue passiere, dann sind es 10 Jahre, die gut waren und der Rest. Ja. Claudia, du hast gesagt, wofür bin ich geboren, nur damit ich meine Mutter jetzt pflege. Ja. Moment. Du darfst das Wort nur nicht sagen. Ich finde das eine ganz große Leistung, dass du deine Mutter pflegst. Da darf kein Ja, nur, aber ich kriege von niemand irgendwas, eine Bestätigung oder eine Umarmung. Ich rede nicht von Sex, weil das ist für mich voll uninteressant. Was andere vielleicht noch interessant finden, klar, weil die stehen noch im Leben. Für mich ist Sex gar nichts mehr.
Aber dann gestatte. Ich möchte nur jemanden haben, der mich mal umarmt oder mir mal gute Worte zuspricht. Mhm. Und das gibt es nicht. Dann gestatte mir, dass ich dir das sage. Das sage ich dir nicht, um dich zu trösten, sondern weil ich das sehr, sehr ehrlich meine. Ich finde das ganz toll und habe großen Respekt vor dir, dass du dich so um deine Eltern kümmerst. Das ist eine ganz große menschliche Leistung. Dass du deine Eltern nicht fallen lässt. Du hättest ja auch egoistisch sein können und sagen, nee, interessiert mich nicht, ich mache mein Ding weiter, die kommt ins Heim und Schluss und gut. Nee, meine Mama ist die Beste der Welt. So, würde ich nie fallen lassen. So, und das ist eine ganz tolle Leistung, auf die du auch stolz sein kannst. Und vielleicht ist das der Sinn deines Lebens im Moment, dass du dich um die alten Leute gekümmert hast und jetzt um deine Mama. Und da ziehe ich den Hut vor, dass du das machst. Und dann kannst du auch für dich stolz sein. Das ist zwar schwer alles im Moment, aber du machst etwas sehr, sehr Gutes. Und es werden Zeiten kommen, wo du vielleicht dann auch wieder, das hoffe ich sehr, dann wieder auf eigenen Beinen stehen kannst. Aber dann kannst du auf dein Leben zurückschauen und sagen, es war hart, aber ich habe das Richtige getan. Ich habe mich um meine Eltern, die ich geliebt habe, um die habe ich mich gekümmert. Wie würde es dir gehen, wenn du dich jetzt nicht gekümmert hättest oder nicht kümmern würdest? Wenn du dein Ding durchziehen würdest und deine Mama würde in irgendeinem Pflegeheim liegen, dann ging es ja auch nicht gut. Bist du noch da? Hallo? Jetzt haben wir das Gleiche wieder wie gestern. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Claudia ist irgendwie im Orbit verschwunden. Pass auf, liebe Claudia, falls du mich jetzt im Radio oder im Fernsehen hören solltest. Ich hoffe, dass du das alles gerade gehört hast, was ich gesagt habe. Wir werden dich auf jeden Fall jetzt nochmal zurückrufen und der Henning wird nochmal ein paar Worte mit dir sprechen, damit du irgendwas noch nebenher machst, damit du zumindest stabil bleibst. Was die Wertigkeit deiner Arbeit anbelangt, die ist ganz groß und das, was du machst, ist ganz toll. Liebe Claudia, also dann leg bitte auf und wir werden versuchen, dich gleich zurückzurufen. So, jetzt hoffe ich, dass die nächste Leitung steht. Das ist ja ein bisschen nervig, wenn das alles immer so komisch wegbricht. Rashid ist hier. Rashid ist 26. Guten Morgen, Rashid. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Nichts ist mehr, wie es war. Genau. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ich fasse das alles ganz kurz zusammen. Ja. Ich habe September 2010 geerbt von meinem Opa. Mhm. Immobilien, Mehrfamilienhäuser. Häuser? Und genau, Mehrfamilienhäuser. In Deutschland? Genau, in Deutschland. Wie viele Häuser? Das waren 3 Mehrfamilienhäuser. Wie viele wohnen in je einem Haus? Bitte? Wie viele Leute wohnen in je einem Haus? Ja, das waren halt verschiedene Größen. Also das eine Mehrfamilienhaus, da haben 23 Wohnungen. Oha. Waren da. Oha. Kleinere, kleinere Wohnungen, also zwischen 30 und 50 Quadratmeter. Ja. Bei dem einen waren es 11 Mieter und bei dem anderen 9 und ein Ladenlokal. Das ist ja Hammer, da bist du mit einem Schlag Millionär geworden. Ja, also ich war halt noch 22 da, September. Ja. Und war folgendermaßen, ein Jahr darauf habe ich alle Immobilien verkauft, wegen einem angeblichen Freund, beziehungsweise ich habe einen Vermögensberater kennengelernt. Mhm. Der mir dazu geraten hat, ich war eben 22, war dann plötzlich Millionär, beziehungsweise habe eben von den Mieteinnahmen gelebt und die Mieteinnahmen waren, also monatlich hatte ich Einnahmen von über 40.000 Euro. Boah, das ist ja der Hammer. Also und das heißt, Entschuldige, wenn ich mal frage, das heißt, diese Häuser lagen in einer recht guten Gegend? Ja, ja klar. Ja. Ja. Mhm. Also ich möchte jetzt nichts zu der genauen Stadt sagen, nein, aber es war eine ja deutsche Großstadt. Ja, okay, muss ja auch nicht. Das ist ja reicht ja aus als Infos jetzt. Also gute Lage, 40.000 Euro Mieteinnahmen ist ja schon hammermäßig. Ja, auf jeden Fall war das so. Ich habe eben den Vermögensberater kennengelernt, der mit mir auch einige Monate verbracht hat, zu dem ich dann auch eine gute Vertrauensbasis aufgebaut habe. Mhm. Und der mir dann nicht mal ein Jahr darauf, also 2011 dann, ich glaube Juli oder August war das, habe ich dann die Häuser verkauft. Er hat mir dazu geraten, in Spanien zu investieren. Wie viel Geld hast du für die Häuser bekommen? Das waren, also ich weiß nicht genau, also das waren mehrere Millionen. Mhm. Also keine zweistellige Zahl, aber es waren mehrere Millionen. Mhm. Und für das Geld habe ich dann in Spanien, in Südspanien,
habe ich dann Touristen, wenn man das, also habe ich eine Villa gekauft, also habe ich ein Haus gekauft mit Wohnungen zum Vermieten. Mhm. Und mir wurde eben versprochen, dass im Preis zum Beispiel der Hausmeister inklusive ist und hier die Verwaltung und dass man sich darum kümmert. Und also war das, also, war das so eine Ferienanlage, in die du investiert hast? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, das ist eine ganze Ferienanlage. So viel Geld hatte ich jetzt auch nicht. Für so viel hat es nicht gereicht. Aber in der Ferienanlage ein Haus, sozusagen, okay, wo dann mehrere Wohnungen sind und eine Villa. Okay, und da war das ganze Geld dafür war schon mal weg dann? Ja, ich habe 200.000 verballert sozusagen für Autos, mhm, und so weiter. Und ja, ansonsten habe ich das gesamte Geld da rein investiert. Und mhm, ja, der Vermögen, ich hatte natürlich keine Ahnung von welcher Standort wie gut ist. Mhm. Und er hat mir dann irgendwas von einer Standortanalyse erzählt. Ich war 22, naiv. Mhm. Er hat eine ausführliche Standortanalyse gemacht und es wäre ein super Standort. Aber es hat sich eben in einem Jahr herausgestellt, dass da nicht läuft. Das heißt, das war ein scheiß Standort und da war wirklich nichts los und die Häuser waren natürlich an sich gut, aber es war halt ein scheiß Standort und niemand hat sich darum gekümmert, obwohl mir das versprochen wurde, dass das mit im Preis begriffen ist. Ich habe die Häuser immer noch, das Geld ist sozusagen nicht weg, aber die Häuser nützen nichts. Und die Häuser haben gar nicht so einen großen Wert mehr wie das Geld, was du dafür bezahlt hast. Ja, also eigentlich schon. Sozusagen, ist ja eine Villa. Könntest du es denn wieder verkaufen? Ach, für den Wert niemals eben, ja, okay. Ja, das meinte ich jetzt gerade, ja. Ja. Und wer wohnt jetzt da? Mist, steht leer, verrottet in Südspanien, kümmert sich niemand drum. Und steht einfach so. Und warum versuchst du nicht, die Häuser zu vermieten? An ja, Touristen? Eben, das ist ja das Problem. Das ist ja, die waren ja zum Vermieten gedacht. Ich habe das ja zu kommerziellen Zwecken, also weil von Hotels, da verdient man ja mehr als nur Mieten. Das habe ich mir auch erhofft. Ja, dass ich vielleicht meinen Verdienst verdoppeln kann, aber da will halt keiner hin. Mhm. Und die Standortanalyse vom Vermögensberater, zu dem ich auch keinen Kontakt mehr pflege. Also bist du quasi auf den reingefallen, der hat dich falsch beraten. Ja, der hat mir Häuser über Wert verkauft der hat wahrscheinlich gut abgesahnt bei dir für diesen Deal, den er da gemacht hat. Ja, Provisionen halt. Ne? Ja, und wenn man für 4 Millionen was kauft, da sahnt man auch gute Provisionen ab. Aber dennoch, wenn du es jetzt verkaufen könntest, auch mit großem Verlust, warum verkaufst du es denn nicht? Dann hast du schon mal von der Backe. Ja, also es ist halt schwer in Spanien Käufer zu finden. Ich spreche auch kein Spanisch, ich habe gar keine Ahnung von. Ja gut, da kann man ja jemanden beauftragen. Ja, ich habe eben immer noch diese Angst, dass ich auf irgendwas reinfalle. Jedenfalls ist das so, damals hatte ich viel Geld, das war auch dann bekannt direkt in meinen Kreisen, hatte viele Freunde, ja, mein Handy hat gar nicht mehr aufgehört zu klingeln, jeder wollte was mit mir unternehmen. Und jetzt, es geht ja darum, nichts mehr, wie es war. Und jetzt sitze ich alleine in einer 45 Quadratmeter Wohnung, mache eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, damit ich noch wenigstens leben kann. Mensch, und, ja, meine Häuser verrotten in Spanien. Raschid, das ist ja eine irre Geschichte. Du warst als junger Kerl plötzlich von heute auf morgen Millionär. Ja. Hast irre Mieteinnahmen gehabt, von denen du dein ganzes Leben hättest leben können. Und dann zack, alles weg. Ja. Also fast weg. Also es ist irgendwie nicht greifbar mehr. In dieser Zeit. Meine Dummheit halt. Ja, gut, was heißt Dummheit? Du warst jung. Millionär. Ja. Halt, hattest du denn keinen Mut? Keine Mutter, keinen Vater, der dich da ein bisschen beraten hätte können? Doch, klar, aber meine beide Eltern sind berufstätig und die haben, also ich habe es ja geerbt von meinem Opa, eigentlich sind die direkten Kinder sogar meine Eltern, aber ich habe es eben bekommen und Und da hat dich keiner gewarnt, als du das verkaufen wolltest? Die haben, also ja schon, aber ich war halt völlig überzeugt davon, ich war 22 und so ein Vermögensberater mit schönen Hugo Boss-Anzug. Ja, klar, die quatschen einen zu, dann verstehe. Du hast gerade Andeutungen gemacht, als es gut lief. 200.000 Euro hast du verballert, Autos gekauft. Ja. Wie war es so mit Frauen, mit Drogen? Hast du es auch krachen lassen? Ja, nein, also Drogen absolut nicht. Also von Drogen bin ich schon immer ferngeblieben, aber natürlich die Frauen waren dann auch auf einmal scharf auf mich, obwohl ich nicht gerade groß bin. Ich bin 1,60 groß. Ja. Ja,
Aber wenn man Millionär ist. Auf einmal, als ich Geld hatte, waren natürlich alle wieder da. Und jetzt sind eben alle weg. Und das ist ja eben so schwer für mich, weil ich mit den Millionen nicht klargekommen bin. Ich war einfach viel zu jung. Ja, ja. Und ich hatte dann so viele Freunde. Mein Handy hat gar nicht mehr aufgehört zu klingeln und jetzt einfach nichts mehr da. Und das ist ja so schwer. Hast du denn damals waren das ganz normale Frauen, die du ausgehalten hast, oder waren das Prostituierte? Ja, nein, Prostituierte auch absolut nicht. Also, aber das waren einfach Frauen aus meinem Umfeld, sage ich mal, beziehungsweise Freunde meines Freundes, die dann plötzlich was mit mir zu tun haben wollten. Und hast du viel spendiert auch, viel Kohle? Ja, klar. Also die 200.000 habe ich erstmal schön Autos gekauft und das war dann so mein Verballergeld. So Was für Autos hast du gekauft? Also damals hatte ich wenn ich ein genaues Auto sage, den Lamborghini Gallardo gekauft. Verstehe. Und dann, da waren ja schon 100.000 weg. Das macht Eindruck. Und dann das restliche Geld. Ich weiß ja selber nicht mehr. Also ich war ja in so einem Kaufrausch und ich bin da und hier und da war ich bei Gucci und da war ich bei Armani und da war ich da. Und dann auch noch meinen Freunden was gekauft und was heißt Freunde? Sie wissen schon. Dennoch solltest du doch mal nicht. Ich meine, irgendeinen Wert hat das ja offensichtlich noch, was du da unten, was da vergammelt gerade. Ja. Da solltest du dich doch mal schlau machen, dass du an einen seriösen Immobilienberater kommst, der das vielleicht in deinem Namen verkauft, damit du ein bisschen Geld noch hast. Ja, aber das Problem ist halt auch eben, das Haus steht da seit 3-4 Jahren und es kümmert sich, das ist ja noch sanierungsbedürftig jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Pool aussieht, der ist wahrscheinlich voll verschimmelt. Umso wichtiger ist es, dass es so schnell wie möglich wegkommt. Liegt das denn in der Nähe des Meeres? Ja, klar. Ja. Aber eben trotzdem 200 Kilometer entfernt von der nächsten Stadt. Ach so, verstehe. Da ist halt nichts. Kurz mal Hinweis an mein Publikum. Also bitte keine Immobilienanfragen jetzt. Das werden wir nicht weiter vermitteln. So gar nicht Rashid helfen würde, aber das können wir über diesen Weg hier nicht machen. Ja. Mensch Rashid, da bist du aber wirklich in Turbulenzen des Lebens geschleudert worden. Ja. Mann. Vielleicht. Ich wollte sagen, vielleicht kriegst du ja doch noch ein bisschen raus und du wolltest sagen, Problem ist? Ja, das Problem ist eben, ich habe auch keinen, aktuell mache ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und da wissen wir, kriege ich nichts über 1.000 Euro aktuell im ersten Jahr und ich versuche auf jeden Fall noch mein Leben irgendwie hinzubekommen, auf jeden Fall schwer. Musst du auch. Und ich habe halt kein Geld für die Sanierung und ohne die Sanierung weiß nicht, was das überhaupt noch wert ist. Ja. Musst du schätzen lassen. Also ich würde es in die Hand nehmen an deiner Stelle, ich glaube, jedes Jahr, was vergeht, desto mehr weniger wird es wert. Ja, ich habe aber auch so, ich nehme so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich habe halt sehr schlechte Erfahrungen da gemacht mit diesen Häusern und ich habe so diese Erinnerungen, die stören mich, die sind irgendwie verstörend, wenn ich mich damit beschäftige, so wenn ich daran denke, dass ich fast 4 Millionen da. So. Ja, verstehe. Aber umso wichtiger ist, dass du jetzt deine Lehre machst und dass du auf einem normalen Wege gehst. Ja. Und vielleicht kannst du irgendwann, wenn wirklich mal richtig Gras über die Sache gewachsen ist, auch mal darüber schmunzeln, was für ein verrücktes Leben du da als junger Typ hattest. Weil, was soll man sich jetzt groß ärgern? Du kannst es nicht wieder rückgängig machen. Du kannst erst nur retten, was zu retten ist und dann ist das die Geschichte deines Lebens. Mehr kann man dann nicht mehr daraus machen. Ja. Lieber Rashid, alles Gute wünsche ich dir. Und, Dankeschön, Domian. Vielleicht klappt es ja, dass du ein paar tausend Euro da noch rausholst aus den Immobilien. Ja, ich hoffe mal. Viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Marion, 50. Guten Morgen, Marion. Ja, einen schönen guten Morgen, Domian. Marion brummt aber. Ich brumme ja auch hier mal mein Fenster aus wahrscheinlich. Nee, das ist, glaube ich, irgendwie Leitung. Das liegt nicht am Fenster. Okay. Ich glaube, so können wir nicht sprechen. Was kann das sein? Das weiß ich nicht. Irgendwie ist es ein permanenter Brumm- und Rauschton. Also ich habe jetzt nichts an irgendwie. Ich bin immer fest, ich habe nichts an. Ich frage mal meine Regie oder die Technik. Ich glaube, das ist zu stark, ne? Oder? Bitte? Wir haben das ein bisschen gedimmt. Ihr müsst es entscheiden, ob wir es dem Publikum zumuten können. Ja, wir versuchen es mal. Okay. Marion. Ja. Was ist passiert bei dir? Also, ich bin überfahren worden. Mhm.
im Jahre 2011. Ich bin 50 Jahre alt. Überfahren von einem Auto? Vom Auto, ja. Mhm. Ich habe einen Hund dabei gehabt. Mhm. Das ist früh morgens passiert. Der Autofahrer hat mich irgendwie nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe es bis heute nicht erfahren, warum nicht. Und wir haben unterm Wagen gelegen und bin 60 Meter mitgeschliffen worden. 60 Meter? 60 Meter, ja. Das heißt, du und dein Hund, ihr wart verhakt unter dem Auto? Wir waren unterm Wagen verhakt, ja. 60 Meter ist ja, wenn man in so einer Situation ist, furchtbar weit. Ja, es kommt dann unterm Wagen so vor, als wenn das natürlich Kilometer sind. Ne? Hast du da noch eine konkrete Erinnerung, wie verhakt ihr wart? Ich habe alles an Erinnerung, weil wir leider, also ich bin nicht ohnmächtig gewesen, ich war die ganze Zeit ansprechbar. Mhm. Mein Hund, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe das gesehen, also wir wurden rausgeschmissen, es ist hinter dem Fahrer ein Wagen gewesen, der das Gott sei Dank mitbekommen hat. Mhm. Und der hat den Wagen dann auch gestoppt, also den Fahrer gestoppt. Ach, sonst wäre ich also noch weitergefahren. Der Fahrer hat euch gar nicht bemerkt? Mm-mm. War das also ein Lastwagen? Der Fahrer hat uns nicht bemerkt, nee. War das ein Lastwagen? Ein ganz normaler PKW. Das kann man ja fast gar nicht glauben. Wie ist, ja, ich glaube es dir natürlich, ja. Aber wie ist denn das passiert? Ist der frontal auf euch? Nee, das ist so eine Kreuzung gewesen. Also ich hatte grün und der Fahrer gegenüber hatte auch grün. Er hätte normalerweise an der Ampel anhalten müssen, also Fußgängerzone. Ja, genau. So. Hat er aber nicht gemacht. Er hat zögernd, ich habe das schon gesehen, dass er zögernd ankam. Ich habe mit dem Hund auch erst da gestanden, habe abgewartet und ja, dann wollte ich rüber, weil er mir das Gefühl gegeben hatte, anzuhalten. Mhm. Und dann sind wir auch rüber und in dem Moment hat er uns erfasst. War das ein großes Auto, so ein SUV? Das war ein Opel, war das. Er war unten ziemlich flach. Das war eben mein Fast-Todesurteil. Er war unten sehr flach. Der hat euch erfasst. Ihr seid zu Boden gegangen. Ja. War das ein großer Hund, den du hattest? Ich hatte einen Border Collie, ja. Okay, ihr seid zu Boden gegangen und der hat es nicht gemerkt und habt ihr euch verhakt irgendwie. Ist er dann auch vorher noch über euch gefahren? Ja, er ist mit dem Vorderreifen über meinen Hund gefahren und wir sind nachher hinten noch rausgeschossen, auch noch mit dem Rad überfahren. Ah, das ist unfassbar. Ja. Das heißt, ihr hinkt beide schwer verletzt irgendwie hinten an dem Auto. Ja, wir hingen ja unten am Auto fest. Mhm. Meine Hand war irgendwie vorne an der Achse fest, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber der Hund war hinter mir, das habe ich ja gemerkt, aber ich konnte es ja nicht sehen, wo er dran fest war oder so. Aber der Hinterfahrer von ihm, der an der Ampel stand, der hat das mitbekommen. Und der hat ihn dann gestoppt. Mhm. Also hat ihn überholt und gestoppt. Und hat ihn sofort aus dem Auto rausgerissen, hat ihm den Schlüssel abgenommen, hat gesagt, du weißt, bis die Polizei da ist. Mhm. Und in dem Moment lagen wir ja auf der Straße. Mhm. Und ich habe gesehen, dass mein Hund total hinten zerbrochen war. Er hat mit zwei Pfoten, ist er noch zu mir gekommen, aber hinten war alles kaputt. Mhm. Und ich lag da und konnte mich auch nicht bewegen, weil ich wusste gar nicht, was ich hatte. Mhm. Also normalerweise wäre ich am liebsten aufgestanden, aber es ging einfach nicht. Ich hatte einen Trümmerbeckenbruch. Ja, wie schwer warst du verletzt? Ich war sehr schwer verletzt. Also Trümmerbeckenbruch, wie gesagt. Ich hatte Rippenbrüche, ich hatte Schädelhirntrauma. Und ja. Das klingt nach einem sehr langen Krankenhausaufenthalt. Ja, war es auch. Wie lange? Ich war 2 Monate am Fixateur in der Uniklinik, also in Kiel. Ja. Ich war danach 3 Monate in der Reha. Ich musste laufen lernen, es ging alles nicht mehr. Mhm. Ich bin ja verschraubt worden, ich habe Platten hinten drinne. Ja. Dein Hund ist gestorben. Mein Hund ist gestorben, ja. Mhm. Das Schlimmste daran ist eigentlich noch, ich habe ihn an der Unfallstelle noch gesehen, ich habe ja mit der Polizei gesprochen, ich habe mit der Feuerwehr gesprochen und ich dachte, der kommt in gute Hände. Er ist auch mit der Feuerwehr, glaube ich, noch zum Tierarzt irgendwie gefahren worden. Da ist er wohl verstorben auf dem Weg, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und dann ist er in der Verbrennungsanlage gelandet, weil er ein Pfundhund, also als Pfundtier galt. Mhm. Was ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Das hat dir dann besonders wehgetan, weil es dein geliebtes Tier war? Und das ja, war dann natürlich. Ich habe den 6 Jahre gehabt. Wir haben Hundesport gemacht. Wir haben alles zusammen gemacht. Was ist mit dem Fahrer passiert? Konnte man erklären, was in dem vorgegangen ist, dass der euch nicht gesehen hat? Ich kann das also gar nicht mehr sagen, weil das ging ja über den Rechtsanwalt. Ich habe ihn noch nach Akteneinsicht gefragt. Mhm. Der Fahrer hat, also ich weiß es jetzt vom Gerichtsverfahren, der hat 900 Euro Geldstrafe bekommen. Für 900 Euro 900 nur? Euro Geldstrafe. Er hat keinen Führerschein abgeben müssen, hatte gar nichts. Ich habe ihn danach auch hier fahren sehen. Unfassbar. Ja.
finde ich auch unfassbar. Und das hat mich auch ziemlich umgehauen, muss ich sagen. War das ein jüngerer oder älterer Mann? 82 Jahre. Unfassbar. Ja. Das ist wirklich unfassbar. 82 Jahre und da passiert so ein Unfall. Jahre. Und dann gibt der Mann freiwillig nicht den Führerschein ab oder man nimmt ihn nicht ab. Das Schlimme war für mich auch, ich habe immer eine Aussprache gesucht. Ich bin ja nach meinem Reha-Aufenthalt, habe ich ihn aufgesucht. Er war zu keiner Stellungnahme bereit, gar nichts. Er hat das nicht mal erklärt von seiner Sicht oder so. Ich glaube, dann wäre ich damit vielleicht anders umgegangen. Marion, die Sendung ist leider vorbei. Ich hätte mich gerne mit dir noch etwas länger unterhalten, aber es hat nicht geklappt. Aber immerhin haben wir noch sprechen können, trotz des Brummens. Du legst mal bitte auf, aber wir melden uns trotzdem bei dir gleich nochmal. Ja? Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.